Hallo, liebe Simson-Freunde. Hallo, Thomas. Hi. Ja, heute Tag 2 auf dem Simson-Treffen in Zwickau. Ne? Wir richten jetzt gerade wieder das Zelt her, dass wir dann halt wieder weitermachen können. Ansonsten ist schon mal draußen ein bisschen geiles Wetter angesagt. Bisschen windig heute, aber ja, ZT baut gerade Stände auf, die sind auch alle da. Und dann gehen wir heute auch noch mal rüber und gucken mal dort noch mal vorbei. ZT hat hier schon einen Stand aufgebaut, also gleich gegenüber von der Fressmeile. Ist wie jedes Jahr immer gleich, also der Platz ist für ZT bzw. die Tuner bereitgestellt. Und wir gucken dann halt mal rein, was sie da stehen haben. Morgen! Na, alles gut? Soweit ja, bei euch auch? Heilig. Sehr schön. Bleibt ihr heute den ganzen Tag, oder? Ja, also wie es uns hier der Hitze hält, nee, alles gut. Habt ihr genug Getränke dabei? Erstens, das heißt, zweitens, ich werde hier ein bisschen belüftet von unten und dann halten wir das. Darf ich mich dahinter stellen? Ja, ja. Kannst ein bisschen mitverkaufen, ja. Ja, wir kaufen eher bei euch wahrscheinlich. Ja, das ist auch okay. Ja, ja. Schön, das ist geil. Hier kann man das mal endlich mal richtig sehen. Wie man dann hier das Ding hier verstellte. AOA2-Auspuff hast du ja hier drin, die Verstellschraube. Der ist normalerweise fest und du verstellst den hier. Das ist das Ding, was du hier hin und her schiebst. Jetzt sieht man es. Den kannst du hier hin und her schieben und dann verschiebst du sozusagen den Moment, wo du halt entsprechend Druck drauf hast. Also ob der jetzt oben rum kommt oder unten rum kommt. Coole Sache, schönes Schnittbild. Und das brauchen wir normalerweise im Auspuff. Hast du eingebaut bei dir? Ja. Du hattest einen AOA 1 und da war das nicht drin, der Pralldämpfer? In dem Fall? Nachgerüstet. Nachgerüstet. Also das ist das wichtigste Teil im Moped. Zumindest bei der Zweitakter. Darf ich dich mal was fragen? Natürlich. Also Simson, Zweitakter. Steven? Ja. Grüße Jens. Pass mal, ich habe einen LT60 Evo. Mhm. Habe ich jetzt auf meinem Bock drauf. Der kommt gut. Allerdings habe ich ein Drehzahlloch bei 6000 Umdrehung. So. Ich weiß, dass der Auspuff ziemlich viel macht an dem Moped. Momentan ist ein Reso drauf. Habt ihr noch einen anderen Reso, den ich da anbringen könnte, damit ich das, die Leistungskurve ein bisschen verschieben kann? Ich glaube, das vom Konzept her, was bei der 60 Evo halt macht, ist, ich sagen, hat schon eine relativ hohe Leistung. Richtig, 13,5 PS. Ja, also und der Zweitakter kann nicht alles. Also ich muss irgendwo entscheiden, wo ich mein Leistungsband halt hinschiebe. Mhm. Und wenn ich den Kompromiss eingehe, das ist halt schon bei 60 13,5 PS ist sehr beachtlich, wenn man überlegt. Das hatten wir früher bei 70 Kubik, ne? Ja. Bei weitem nicht. Muss ich aber den Kompromiss eingehen, dass ich irgendwo Verluste habe. Ne? Richtig. Und das ist dann meistens bei 60 Kubik, so ein bisschen unter 6000 wird es dann halt müde. Ne? Ich sage mal so, wir haben halt den einzigen Vorteil, dass wir halt ein verstellbares System haben, wo ich halt den Gegenbonus, das was die Rückladung erzeugt, haben wir vorhin schon gesehen, ja. Mhm. Und da könnte ich halt im Fahrversuch dann probieren, wo ich sage, der stört mich jetzt hier und dann kann ich sagen, okay, pass auf, ich schiebe den Gegenkonus ein kleines bisschen nach hinten und probiere es einfach nochmal. Dann kann ich das wirklich in 1 cm, 2 cm Schritten ausprobieren. Und dann kann ich sagen, okay, das ist für mich persönlich jetzt der beste Kompromiss. Ne? Langtuning hat es sicherlich gut abgestimmt und hat aber gesagt, das ist jetzt die Position. Ja. Da ist die Rückladung für die und die Drehzahl. Und bei unseren Auspuff hast du halt den Vorteil, dass der Endkunde das mehr oder weniger noch nachjustieren kann. Ja, also da kannst du das noch, wie sammelt dein Geschmack ist. Ne? Jemand sagt geil. Ich fahre zum Beispiel immer zu zweit, weißt du? Ich kenne das Problem. So, und dann stehst du unten da und beim Anfahren und sagst, ah, Mensch, hier bräuchtest du jetzt ein PS mehr, damit du endlich mal vom Fleck kommst. Obenrum macht das Spaß. Da geht er ohne hinten oben raus, macht nicht. Ja, also wie gesagt, deswegen, das ist halt das einzige Vorteil davon, dass wir das halt verstellbar gemacht haben, dass man dort irgendwo sagen kann, okay, du kannst dir das noch ein bisschen besser. Ja, für dich selber halt bestimmt. Da würde ich auch bei 60 Kubik immer den 110er Gegenkonus nehmen. Wir haben im Prinzip verschiedene Anstellwinkel. Je nach Auspuffvariante
hat dieser Winkel, ich sage mal, unterschiedliche Einflüsse. Und, aber bei 60 Kubik hat sich das herausgestellt, dass der steilere, also der kürzere Gegenkonus da immer besser funktioniert. Hast du einen da? Weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt mit haben zum Verkaufen. Muss ich dann mal schauen. Bei mir wäre es mal interessant, wenn ich mal einen testen könnte. Da muss ich mal bei euch einen bestellen. Ich habe hier, ein Reso da. Ja, muss ich nochmal kommen. Ja, alles gut. Ja. Na, also wir können uns mal angucken. Ja, den habe ich schon gesehen hier. Den kannst du ja hier dann jetzt in den Sprechen hin und her schieben, der wo du den hin haben willst. Der Vorteil ist halt auch hier, ich brauche eigentlich nur eine Auspuffanlage kaufen und kann durch die unterschiedlichen Gegenkonusse Einsätze drei Auspuffanlagen machen. Ich kann eine AOA machen, das sehen wir hier, das ist ein AOA-Kegel. Der hat im Prinzip die Löcher wie original, vor Reflexionsplatte und hier hinten nochmal eine Reflexionsplatte, weil die Löcher sind dafür da, das macht quasi einen Teil durch und wird wieder reflektiert. Wenn das erst hier hinten reflektiert werden würde, würde dieser Effekt nochmal da sein. Ja, weil deswegen das hier durch den Kegel wieder behindert wird, kann ich zurückrollen, ja, die deswegen Bälle. Deswegen haben wir hier fest die Position gemacht, wo quasi die Reflexion von der Welle, was hier durch die Löcher durchgeht, wieder zurückkommt. Ne? Und das ist eben der Unterschied. Und ja, das hier kann man alles einzeln kaufen und dann kann ich eben sagen, okay, pass auf, ich probiere mal den Gegenkonus, probiere mal das Maß und dann kann ich halt ein bisschen... Und da habt ihr jetzt noch unterschiedliche Winkel dazu für die einzelnen Zylindertypen? Ja, also das ist im Prinzip der 110er Gegenkonus ist eigentlich exakt das vom Winkel her. Relativ kurz, dadurch relativ steiler Winkel. Kann man sagen, das ist mehr auf den Punkt eine Rückladung. Und wenn du das flacher gestaltest, also länger bis zum Endrohr, hast du halt ein bisschen flacher Winkel und theoretisch ein bisschen ein breiteres Leistungsband in der Theorie. Das muss aber immer zum Motor passen. Ja. Bei kleinen Hubräumen immer 110. Genau, und den Kegel hast du auch in dem Auspuff drin? Nein, das hier ist fest. Das ist fest? Das ist im Prinzip... Da sitzt der Kegel dann hier? Der Gegenkonus beginnt hier. Okay. Hier quasi rein und das haben wir hier dann, also nicht geschlossen, sondern mitten am Rohr dann. Mit einer Prallplatte? Genau. Okay. Genau. Bei denen hast du dann gar keinen drin, also das ist dann halt... Das ist so, wie die Form ist, ne? Also genau. Das ist quasi... Dann ist sozusagen die Reduzierung ist halt durch dieses Rohr. Du hast nicht extra diese Überströmer nochmal. Du kannst aber auch mal das Verhältnis sehen, wenn du mal die Länge nimmst. Ja. Zu hier. Ne? Ja. Klar, wir kommen von einem anderen Querschnitt, ne? Ja. Aber das ist ein wesentlich längerer Gegenkonus. Wir fahren insgesamt mehr Drehzahl und kann aber durch diesen, ja, relativ flachen Winkel dort ein sehr breites Leistungsband gerne nehmen. Das ist halt immer das bei einem Hydro. Es ist ein Rennauspuff, es ist mehr Drehzahl, geht aber eigentlich schon über einen sehr breiten Leistungsband. Aber das ist ja, das sieht man glaube ich auch in dem Bereich hier, also je nachdem wie breit der Bereich ist, der optimiert dann ja. Alles spielt die Gesamtlänge eine Rolle. Wie er aufmacht, und aufmachen ist Saugen, das ist wieder Gegendruck und das ist dann halt sozusagen die Bandbreite. Das ist der Zeitpunkt, wo der Kolben unten ohne dreht. Ja. Dann kommt er wieder zurück und dann braucht er Rückladung, deswegen hast du dann hier die Welle. Ne? Das ist im Prinzip, ja. Sehr schön. Bin gespannt, ob ihr einen da habt. Ja, gucken wir mal. Ne? Schauen wir mal. 14 Uhr kannst du ein Ding, der Rest ist dabei. Aber die Kollegin kommt nach Mittag rein und dann können wir einen fertig lassen. Ne? Das klingt gut. Oder soll ich den lieber als Straßenversion nehmen, Thomas? Da haben wir noch mal einen für einen anderen. Bringen wir den mal als Straßenversion. Ich sage mal so, Straße ist beim 60er etwas günstiger, weil du im Enduro-Krümmerverlauf, der ist immer etwas länger, der Krümmer. Und es gibt Motoren, wo das gar nicht so viel stört. 110er, 120er, ein bisschen längerer Krümmer, stört ihn gar nicht. Der 60er braucht eigentlich einen sehr kurzen Krümmer. Ja. Deswegen hat man dann auch mal den Reso Hybrid gemacht. Ja, dass sich hier möglich ist, dass das mal sind. Hier nochmal mit rum. Das wäre halt auch eine Variante, den haben wir gar nicht mit. Das ist im Prinzip, ist dieses Stück hier rangemacht. Ja. Und dadurch können wir den Krümmer sehr kurz halten. Mhm. Das ist halt dann keine ganz originale Optik mehr, weil dieses Segment hier so dran ist. Ja. Aber das bringt am 60er eben, weil du diesen kurzen Krümmer halt hast. Ne? Bringt ja. Das halt mal ein bisschen was. Ja, ich fahre normalerweise Krümmer immer alle bis auf extrem gekürzt, weil ich festgestellt habe, beim Enduro-Bereich ist es einfach wesentlich besser. Da ist die Leistungsentfaltung da viel besser. Okay, dann kommen wir vorbei. 14 Uhr, normale Straßenversion, nehmen wir dann halt. Super, danke dir. Ciao. Ciao. Immer cool, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich auskennen. So ist es. Coole Nummer. So, hallo liebe Simson-Freunde, das war's jetzt hier vom Simson-Treffen in Zwickau.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte ein paar Eindrücke vermitteln und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal mit dabei seid. Das wäre nämlich eine coole Nummer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei den Schrauber-Videos. Bis dahin, alles klar. Ciao, ciao. Ciao.